Hallo, heute backen wir Erdbeer-Biskuit-Röllchen. Dazu brauchen wir 4 Eigelb, die geben wir in eine Schüssel. Zu den Eigelben geben wir 50 Gramm Zucker. Ein Päckchen Vanillezucker. Dann den Abrieb einer halben Zitrone. Und den Saft einer halben bis einer Viertel Zitrone. Einfach reindrücken. Das Ganze jetzt mit einem Mixer schaumig rühren. Dann zur Seite stellen und jetzt machen wir uns an den Eischnee. Dazu geben wir einfach die Eiweiß in ein Behältnis, 50 Gramm Zucker dazu. Und dann wieder mit einem Mixer so lange schlagen, bis die Eiweiß zu Eischnee geworden sind. Der sollte schön fest sein. Und dann etwa so aussehen. So, jetzt den Eischnee einfach zur Eigelbmasse geben. Am besten mit einem Löffel. Alles rein. Und dann vorsichtig unterheben, verrühren, damit es eine gleichmäßig cremige Masse wird. Zu dieser Masse geben wir jetzt noch 100 Gramm Mehl, am besten durch einen Sieb geben, damit es keine Klümpchen gibt nachher. Und das Mehl auch einfach mit einem Löffel unterheben. So. Jetzt brauchen wir ein Backblech. Da legen wir ein Backpapier drauf und geben den Teig auf das Backblech.
Den Teig jetzt schön verteilen, gleichmäßig auf dem Backblech. Und dann in den vorgeheizten Backofen geben, bei 210 Grad, circa 15 Minuten. Anschließend einfach ein Küchentuch auf die Arbeitsfläche legen, etwas einmehlen. Und auf dieses Küchentuch stürzen wir jetzt unseren Biskuitboden. Und ziehen jetzt das Backpapier einfach ab. So. Im nächsten Schritt einfach etwas Erdbeermarmelade oder Erdbeersoße hernehmen und den kompletten Biskuitteig damit einstreichen. Hier kann man natürlich auch jede andere Marmelade nehmen und dann versuchen, den Teig zu rollen. Vorsichtig, er ist etwas brüchig. Einfach kurz und schmerzlos aufrollen. Auch nicht zu lange warten. Je kälter der Teig wird, desto brüchiger wird er. So, jetzt nehmen wir uns wieder ein Sieb her, etwas Puderzucker rein und bestreuen die Biskuitrolle nochmal mit etwas Puderzucker. Und dann können wir die Rolle auch anschneiden. Die Enden sehen nicht so schön aus. Dann nehme ich mal ein Stückchen aus der Mitte jetzt. So herrlich. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.